Meine Lieben, ihr kennt das. Ihr wollt stempeln. Ach, ihr habt so wenig Farbe aufgetragen. Und ja, wie kriegt ihr jetzt diesen Stempel nochmal genau auf die gleiche Stelle? Ich habe zumindest für die Silikonstempel, für die Transparenten, eine gute Alternative gefunden zur teuren Stempelhilfe. Ja, und zwar sieht die so aus. So, ja, das ist meine Selfmade Stempelhilfe in ja fast DIN A4 und ja. Beim letzten Mal habe ich die kleine Stempelhilfe gemacht. Ich hatte versprochen, dass ich mir eine große überlege. Hier ist sie nun. Die macht tolle Ergebnisse. Ja. Wenn ihr mitmachen wollt, solltet ihr haben an Materialien. Ich habe es heute nicht so. So, ihr bräuchtet Pappe in ausreichender Größe. Am besten habt ihr irgendwo noch ein Stück in DIN A3 rumfliegen. Das reicht völlig aus. Ihr braucht zudem etwas Tonkarton oder etwas festeres Papier, wenigstens in DIN A4. Ihr braucht zudem so Schaumstoffmatten. Ich zeige euch mal eben, welche ich benutzt habe. Ich habe die hier benutzt. Die sind zwar nicht in DIN A4. Ich musste anstückeln. Das macht aber nichts. Ihr seht das im Video. So. Dann braucht ihr eine Folie. Ebenfalls in DIN A4. Wenn ihr von irgendeiner Umverpackung eine dicke Folie habt, nutzt die. Schneidet sie euch zurecht und nutzt sie. Ja? Ansonsten, wer ein Laminiergerät zu Hause hat und die passenden DIN A4 Laminierfolien, holt's raus, ihr werdet es brauchen, denn das wird Bestandteil diesen Videos sein. Ich werde jetzt separat hierzu dem ja, Vorguck eine Liste einblenden der Materialien, die ihr braucht. Und ja, ich würde sagen, nach dem Intro geht's einfach los. Bis gleich. So, meine Guten, wir fangen an und zwar beginnen wir mit dem Grundgerüst. Dazu habe ich mir ein DIN A4 Blatt als Vorlage genommen, habe das auf die Pappe gelegt und einmal ausgeschnitten. So, dann habe ich mir aus der Restpappe 4 Streifen a 1,5 cm geschnitten. Ja, und auf die bringe ich jetzt doppelseitiges Klebeband auf. Das Ganze erstmal zweimal. Damit das Ganze auch hält, tue ich an den Enden und zwischendurch tröpfchenweise noch flüssigen Kleber drauf. So bin ich auf der sicheren Seite. Das Ganze wiederhole ich natürlich jetzt auf der anderen Seite. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Ich habe hier Fenster auf. Ich hasse diese Nachbesprechung. Oh. Ich muss mir ja selbst zugucken. Ist ja gruselig. So, hat nicht ganz gepasst. Ist aber nicht schlimm. So, da messe ich grob ab.
wie lang die kürzeren Stücke sein müssen. Ja, schnippschnapp. Und natürlich Millimeter zu kurz, ist aber nicht weiter schlimm, kann man trotzdem benutzen. Ja, und weil ich ja faul bin, mache ich das jetzt so. So, zack, zwei Streifen für oben und unten. Auch die beklebe ich jetzt wieder mit doppelseitigem Klebeband. Wenn es denn so will, wie ich will. Aber letztlich hat es ja doch geklappt. Und noch einmal. Und gewonnen. Und auch hier trage ich wieder flüssigen Kleber auf, damit das Ganze mir nicht bei der nächsten Gelegenheit auseinanderfällt. So, einmal oben. Dann drehen wir das Ganze gleich. Ich war natürlich wieder zu schnell, weil ich wusste, dass ich es drehen werde. So. Und jetzt wird's gedreht. Jawohl. Das hätten wir schon mal. Jetzt mache ich alles Pi mal Auge und ja, da kommt alles zur Hilfe. Fingernagellineal, ne, Finger knicken, knacken. So, jetzt schneide ich das überschüssige Stückchen ab, weil ja, ich habe nur diese dünne Schaumstoff. Matten, diese dünnen, sag ich, diese kleinen. Ja, und da muss ich dann halt zwei benutzen. Jetzt kommt wieder meine super Millimeterarbeit und mein super schlechtes Augenmaß. Ihr seht gleich, was ich damit meine. Ich hätte es vielleicht so lassen sollen. Naja, seht ihr, was ich meine? Vielleicht bekommt er das ja besser hin. Ich denke sogar, dass er das besser hinbekommt. Aber darauf kommt es ja auch jetzt nicht an. Es geht um die Idee und um die Umsetzung. So, jetzt muss ich mir so einen kleinen Keil da zurechtschnippeln. Das tue ich auch. So, einfach Pi mal Auge. Jetzt halte ich an, ob es reinpasst. Ja, ich entscheide mich, das unten hinzumachen. So, anlegen. Ja, Friemel in die Ecke. Und Schere. Schnipp, schnapp. Überschuss ab. Und jo, passt. Passt, wackelt, hat Luft. Jetzt nehme ich mir dieses Tonzeichenpapier, weil das ist ja halt etwas festeres und auch etwas dickeres Papier als gewöhnliches. Ja, und das muss jetzt zurechtgeschnippelt werden. So. Die Schaummatten wieder raus, weil ich faul bin. Ja, das war eine zu viel. Weil ich zu faul bin, lege ich die halt einfach nur mal kurz an. Wieder Pi mal Auge. Bleistift, zack, zack. Nur unten anlegen. Wollte nicht so wirklich funktionieren. Ja. Ach, nehmen wir es Lineal. Wird schon schief gehen. Und zack. Und weil es so schön ist, legen wir es jetzt an. Und knicken das Ganze vorsichtshalber, bevor ich hier wieder rumschnibbel und ne, natürlich mich total verschnippel. Anlegen, falten. So. Ja, so kann man das lassen. Auseinanderfalten.
Ja. So. Einmal den Cutter und zack, weg. Und nochmal den Cutter anlegen. Na, na. Und zack. Nee, hat nicht funktioniert. Habe ich auch gleich gemerkt, da fehlte noch ein Stück. Direkt korrigiert. Zack. So. Jetzt wird das Ganze einmal da reingelegt, um zu gucken, ob es passt. Ja. Was nicht passt, wird passend gemacht. So. Erster Test bestanden. Wieder rauspopeln. Kleber drauf. Ordentlich, aber Vorsicht, nicht zu dick auf einer Stelle auftragen, weil dann wird es unschön. So, zack, 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 zack. So geht's. Und jetzt wird das Papier reingeschoben. An den Ecken einmal ein bisschen leicht reingedrückt. Am besten nehmen wir uns noch ein Tool. Ja, so ist super. Das hat funktioniert. So, jetzt nehmen wir wieder die Schaumstoffmatten und fricken uns die an. Ich beginne da unten mit dem ganz kleinen Stück. Ach, nee, doch nicht. Ich mache die ganze Fläche. Ich tue gerade so, als wäre es lang her, dass ich es gemacht habe. Das war vor circa einer Stunde. Aber nun, ne? Man hat ja nicht alles im Kopf. So. Und jetzt beginne ich mit dem kleinsten Stück. Dann das nächste. Es ist nicht schön, aber selten. Nein, es muss dem Zweck dienen und das wird es. So schön andrücken. So, jetzt machen wir uns an den Deckel und ja, dafür kommt mal wieder mein Laminiergerät zum Einsatz. Ich brauche zwei DIN A4 Laminierfolien. Die erste wird ohne irgendwas einfach mal so durch das Laminiergerät geschickt. Nun nehme ich diese Folie und lege die noch einmal in eine zweite Folie. Möglichst so, dass es passt. Und ja, dann wird es wieder durchs Gerät gejagt. Oh, könnt ihr mich sehen? Hallo, Kuckuck. So, diesen Vorgang wiederholen wir dreimal, wobei wir jeweils die Folie einmal auf links, einmal auf rechts drehen. Oh, ihr könnt gucken, ich trinke einen Schluck Kaffee. Na, da seht ihr mich wieder. So, jetzt werden wir den Rahmen und den Deckel miteinander verbinden. Dafür könnt ihr jegwelches Klebeband nutzen. Ich benutze hier dieses weiße Korrekturband. Ja, es ist Korrekturband, das weiß ich inzwischen. Erstmal fixiere ich es mit kürzeren Stückchen an vier markanten Punkten. Die Folie ist etwas größer als der Rahmen, stört mich persönlich nicht. Kann man auch anders machen. Ja, ne?
das ist ja auch nur eine Idee und ja, wie man es umsetzen kann. Man könnte wirklich den Rahmen komplett auf DIN A4 anpassen. Ja, wenn man mitdenkt, sollte man eigentlich schon wissen, wie man das hinbekommt. Das ist leicht. Falls nicht, fragt mich einfach, dann gucke ich, dass ich euch da eine Anleitung für mache. Ich hätte da auch noch eine eventuelle Idee für eine ganz andere Stempelhilfe, eine blitzschnelle. Wenn ihr Interesse daran habt, dann sagt mir einfach Bescheid. So, jetzt, ihr seht eigentlich nur, dass ich mehrfach dieses Band um die Kante klebe. Es soll ja stabil sein, weil es wird ja viel genutzt, denke ich. Und dementsprechend soll es auch was halten. Hinten habe ich einfach einen Tesastreifen genommen, um das weiße Band, ja, zu fixieren. Jetzt kommt der Stempeltest. Ich will euch ja zeigen, dass dieses Ding auch tatsächlich funktioniert. Als ich es gemacht habe, war ich der felsenfesten Meinung, das wird funktionieren und schaut selbst. Ja, ich falte da das Papier, weil ich nicht drüber nachgedacht habe und ja, ihr werdet jetzt sehen, wenn ich das fixieren will, fällt mir auf, nee, du wolltest eigentlich zeigen, wie es in groß geht. Na. Jetzt überlege ich, nee, doch nicht. Ich falte das Papier wieder auseinander und fixiere das einfach mal da oben an der Ecke. Und ja, dann nehmen wir gleich noch mal ein Stück und fixieren ebenfalls unten an der Ecke. So, zurechtzuppeln. Ich nehme jetzt also die Stempel, die Clear Stamps. Lege die Motive mit der Stempelseite so hin, wie ich sie hinterher haben möchte. Ich nehme gleich mal mehrere, weil ich sie auf dem Blatt verteilen möchte, damit ihr seht, welche große Fläche ihr zum Stempeln habt. So, jetzt kommt das, was ihr schon bestimmt schon ganz oft gesehen habt, in vielen Videos, wo Stempelhilfen zunutze genommen wurden. So, Deckel runter. Andrücken. Somit bleiben die Clear Stamps am Deckel haften. Jetzt könnt ihr es umklappen und ja, mit eurem Stempelkissen schön die Stempel einfärben. Ich mache das gleich mal in zwei Farben. So, Deckel zu, ganz leicht auf die Stempel tippen oder etwas wischen, ganz vorsichtig. Man braucht nicht viel Druck, das reicht nur so ein bisschen. So. Da ist der erste Abdruck, der sieht eigentlich jetzt schon gut aus. Jetzt zeige ich euch mit dem schwarzen Stempelkissen noch, dass ich hier nehme ich die Körper von den Katzen, die mache ich dann in Schwarz. Da unten den Ball habe ich, glaube ich, auch in halb in Schwarz gemacht. Einmal kurz über den Vogel und hier oben bei der Katze eben die Öhrchen und die Sternchen da, ja, dieses Ding. Und ihr seht schon, ja, dadurch, dass die Stempel wieder ja exakt auf dieselbe Stelle kommen, ist das Ergebnis richtig, richtig schön. So. Und da seht ihr es, diese Stempelhilfe ist genauso funktional wie die teuren Stempelhilfen, die man so kaufen kann. Und Not macht bekanntlich erfinderisch. Ich war letztens in der Not, hatte die kleine Stempelhilfe gemacht. Ja, und dann fiel mir ein, wenn du jetzt größere Motive hast, bräuchtest du eigentlich eine größere Stempelhilfe und hatte da schon diese Art der Stempelhilfe hier im Sinn. So, jetzt zeige ich euch noch eben schnell, wie leicht diese Stempelhilfe zu reinigen ist. Ich bin einfach jetzt mit einem feuchten
Babytuch drüber gegangen, wische jetzt dann noch einmal mit einem Papiertaschentuch drüber. So, und schon ist das Ding wieder sauber. Jo, beim Stempeln fiel mir ein, welche Alternative es noch geben könnte, wie man noch eine Stempelhilfe machen könnte, die blitzschnell gemacht ist. Ja, wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr darüber was hören wollt, ich weiß nicht, ob ich die Materialien gerade hier habe, dann sagt mir Bescheid in den Kommentaren, dann mache ich euch dafür ein Tutorial. So, hier zeige ich euch nochmal beide Stempelhilfen, hier, da die große und hier ist die kleine, die ich beim letzten Mal gemacht habe. Ich werde euch hier oben links, da, das Video verlinken. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!